Transmission. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Endstand 1:2 vor insgesamt 771 ZuschauerInnen. Ich begrüße neben mir auch die beiden Trainer Fabian Gerber, Gästetrainer von Rot-Weiß Erfurt, und unseren Trainer Semi Keskin. Herr Gerber, als Gast haben Sie das erste Wort. Ich darf Sie um Ihre Einschätzung bitten. Ja, hallo zusammen und vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich glaube, dass wir hinten raus ein sehr intensives, sehr spannendes Spiel gesehen haben von unserer Seite. Unnötigerweise, ich glaube, dass wir sehr gut ins Spiel gefunden haben, von Anfang an auch da waren, trotz frühen Aufstehens, trotz, dass wir hier 4 Stunden mit kleinen Bussen nach Berlin gefahren sind. Da sieht man, mit welchen geringen Mitteln wir doch immer noch kämpfen und arbeiten. Aber dass dann so ein Ertrag rauskommt, ist natürlich umso schöner. Und da muss ich meinen Jungs wieder mal ein Riesenkompliment machen. Ich glaube, dass wir die klar bestimmte Mannschaft waren, die klar bessere Mannschaft waren mit einer Vielzahl an Torschancen. Ich glaube, wir müssen zur Halbzeit schon mindestens 2-0 führen. Dann nach 60, 70 Minuten hätten wir schon den Sack zumachen müssen. Das muss, kann man uns ankreiden oder vorwerfen, dass wir da einfach nicht effizient genug waren, die Chancenausbeute einfach nicht gut war. Aber nochmal, ich denke, wie wir aufgetreten sind, wie wir wieder kompakt als Mannschaft gearbeitet haben, das wegverteidigt haben, darüber hinaus uns eine etliche Zahl an Torschancen herausgespielt haben, ist schon wirklich beeindruckend und freut mich als Trainer natürlich sehr. Und wenn wir jetzt noch in Zukunft das hinbekommen, dass wir die ein oder andere Torschance noch nutzen, damit es am Ende nicht so spannend wird, wäre ich sogar zufrieden. Wir sind glücklich, wir nehmen 3 Punkte aus Berlin mit, wichtige 3 Punkte für uns. Hinten raus, klar, wird es dieses unnötig spannende Spiel, weil nach 2-1 ist so ein Fußball, dass der Gegner oder die Mannschaft, die den Anschluss macht, einfach nochmal Selbstvertrauen tankt, alles nochmal reinwirft, um auf diesen Ausgleich zu gehen und wir dann alles wegverteidigen. Ich denke trotzdem auch nach 2-1, dass wir die eine oder andere sehr, sehr gute Konterchance haben, die wir einfach besser ausspielen müssen. Aber insgesamt sehr gutes Spiel von meiner Mannschaft, ein verdienter Sieg. Freuen uns, wie gesagt, über die 3 Punkte. Und ich wünsche meinen Trainerkollegen und Viktoria alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Gerber. Semi, wie lautet dein Fazit zum Spiel? Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, wir haben eine Partie, die sehr wellenförmig beginnt. Das heißt, wir beginnen eigentlich relativ gut in der Hinsicht, dass wir sehr, sehr viel Ballbesitz haben. Dann eine Phase, glaube ich, nach dem 1-0 bis zu unserem Anschlusstreffer, wo wir sehr unkonzentriert sind, sehr teilweise zerfahren verteidigen beziehungsweise auch nicht mehr sofort ins Spiel zurückfinden. Da hat, glaube ich, auch Erfurt die ein oder andere Chance, die sie auslassen beziehungsweise auch nicht konsequent durchspielen. Nach dem 2-1 finden wir ins Spiel und ich glaube, da gebe ich meinem Kollegen auch recht, dass solche Spiele dann ja schon auf der Kippe stehen, dass man da vielleicht durch eine Situation nach einem Standard oder nach einer Flanke schon nochmal den einen oder anderen setzen kann und das Spiel 2-2 ausgehen kann. So muss man halt aber auch sagen, ich glaube, wenn man 3 Punkte haben möchte, dann muss man halt über 90 Minuten konsequent Fußball spielen. Und wenn ich es relativ kurz und knapp resümieren sollte, würde ich sagen, dass Effizienz gegen Ästhetik gewonnen hat, weil wir uns das Leben extrem schwer gemacht haben mit extrem vielen komplizierten Aktionen und ich glaube, Erfurt hat uns das vorgemacht, wie man es relativ einfach macht, mit wirklich extrem viel Tempo in den Umschaltmomenten, mit einer sauberen Mannschaftsverteidigung und dann eigentlich mit einem konsequenten Nachrücken. So muss man halt sagen, dass wir uns unsere Lektion daraus ziehen müssen und unsere junge Mannschaft weiter versuchen werden zu formen. Vielen Dank, Semi. Gibt es von Ihnen Fragen an die beiden Trainer? Es scheint nicht der Fall zu sein, dann schließe ich die Pressekonferenz an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihr Kommen, Ihnen eine gute Heimreise. Dankeschön. Und Semi, danke, bis zum nächsten Mal.